Woran denkt ihr spontan, wenn ich Chip und Chap sage? Ich wette, das sind diese Jungs! Das zweite, das euch in den Sinn käme, die superfrechen Zeichentrickstreifenhörnchen Chip und Chap. Wie wär's, wenn ich immer sage, ich liebe Nüsse? Ah, ja gut, das ist klasse. Finde ich super. Zur Erinnerung, ich bin heute Nachmittag auf der FanCon. Hey, pass doch auf! Ich halte mich fit und habe diesen neuen, viel besseren Look. Meinst du nicht, dass du mehr Fans hättest, wenn Chip dich auf diese Events begleiten würde? Ich habe länger nicht mehr an ihn gedacht. Ich sollte ihn mal anrufen. Fragen, wie das Leben so läuft. Das Leben ist grauenvoll. Und deshalb brauchen sie eine gute Versicherung. Eine Nachricht auf dem Festnetz, AB? Das finde ich nicht gut. Ich weiß, du bist sauer auf mich, dass Chip und Chap abgesetzt wurde. Aber ich hatte einen Anruf von der Polizei. Ich brauche Hilfe. Ich habe die Umgebung abgesucht. Keine Spuren. Warum sollte es die geben? 6 vermisste Trickfiguren in einem Monat und nicht ein Hinweis. Oh nein! Chip, Chap, du siehst anders aus. Es ist kein Geheimnis, dass ich eine CGI-OP hatte. Wie läuft's bei dir? Es läuft dies und das und andere Belanglosigkeiten, die ich dir hier erzählen könnte. Cool. Wir suchen Hinweise und geben alles an die Polizei weiter. Aber das war's dann. Du sagst also, die Rettungstruppe ist wieder da? Ja! Jetzt schnüffelt ihr zwei hier in Sachen rum, die euch nichts angehen. Das kann ich nicht ausstehen. Lauf! Hab ich euch! Was glotzt denn so? Ganz ehrlich, in deine schrägen, starren Augen. Hey, schnappt sie euch! Das ist der Hammer! Lauf! Außerdem war ich schon immer ein größerer Fan von Alvin und die Chipmunks. Sie Monster. Das war echt professionell. Gleichzeitig verhext. Du schuldest mir eine Cola beliebiger Marke. Was? Das war Wahnsinn. Jemand muss beim Guinness-Buch anrufen. Das ist unglaublich. Oh, schade, es ist vorbei.